Laut einer neuen Forsa-Umfrage für RTL und NTV kommt die AfD in dieser neuen Umfrage nur noch auf 15%. Das entspricht zwar immer noch einer Steigerung von über 50% im Vergleich zur letzten Bundestagswahl, ist aber, wenn man bedenkt, was vorherige Umfragen gesagt haben, wo die AfD 21-22% hatte, natürlich ein starker Rückgang um bis zu 6-7 Prozentpunkten. Doch die Frage ist, wenn man sich das anschaut, wie repräsentativ ist das wirklich? Denn beispielsweise in der Forsa-Umfrage kommt die AfD auf 15%. Jetzt schaut man sich beispielsweise mal die Insa-Umfrage an. Da kommt die AfD 17 oder 18%, was ja wirklich ein riesiger Unterschied ist, weil es sind ja mehrere hunderttausend Menschen Unterschied. Einfach mal die 1-2%. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist es wirklich so repräsentativ und sollte man diesen Umfragen wirklich Vertrauen schenken?